willkommen im Makada Club. Das Jahr 2015 geht zu Ende und 2016 steht vor der Tür. Und wir wollen heute mal einen Ausblick wagen in die Technologien, die uns ab dem nächsten Jahr erwarten. Und da wird sich eine ganze Menge verändern. Wir befinden uns absolut in einem der spannendsten Jahrzehnte der Menschheit, ist meine Meinung. Wir werden in den nächsten Jahren viele spannende neue Projekte erleben. Eins zum Beispiel wird garantiert das autonome Fahren sein, was rasant in der Entwicklung voranschreitet. Erst gestern, am 22. Dezember, haben Google und Ford eine Kooperation bekannt gegeben. Auch die wollen also gemeinsam das autonome Auto weiterentwickeln. Und viele Autohersteller sind da mittlerweile mit aufgesprungen, entwickeln eben auch autonome Fahrzeuge. Wir können uns hier mal sogar schon einen Werbespot von Mercedes anschauen. Ask a girl what she wanted to be. She said, baby, can't you see? I wanna be famous, a star on the screen. But you can do something in between. Maybe you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Maybe you can drive my car. Maybe. Ja, für diese autonomen Fahrzeuge braucht man gutes Kartenmaterial, gute GPS-Daten und alles das müssen Satelliten in Zukunft liefern. Und es gibt viele spannende Satellitenprojekte. Eins zum Beispiel nennt sich Sentinel. Dieses Projekt hat sich zum Ziel gesetzt, in Echtzeit Daten von der Welt zu liefern. Noch sind es keine 3D-Ansichten, die wir in Echtzeit bekommen, aber eben schon Klimadaten. Wir können also in Zukunft sicherlich live mitverfolgen, an welchen Stellen auf der Erde der Regenwald beispielsweise abgerodet wird. Alles das werden wir in Zukunft ja in Form von Apps vielleicht sehen können, denn die Daten von diesem Sentinel-Projekt stehen allen Bürgern kostenlos zur Verfügung. Also jeder, der Lust hat, eine App daraus zu basteln, kann das machen. Und damit solche Satelliten eben ins All geschossen werden können, brauchen wir kostengünstige Möglichkeiten, dies zu tun. Und Elon Musk, der ja den Tesla entwickelt hat, hat ein weiteres Unternehmen, SpaceX nennt sich das. Und die haben gestern erfolgreich die Falcon 9 Rakete ins All geschickt. Und das Besondere an dieser Rakete ist, dass diese wieder landen kann und damit wiederverwendbar ist. Und dadurch ist es möglich, kostengünstig Satelliten in kurzer Abfolge und Zeit ins Weltall zu schicken. Also eine wichtige Voraussetzung, um in Zukunft weitere hochpräzise Daten zu bekommen. Ja, Elon Musk selber hat dann auch bekannt gegeben, dass er alle Technologien fertig hat, um autonome Autos bauen zu können. Die haben im Grunde genommen alle Bausteine fertig entwickelt. Sie müssen die jetzt nur noch zusammenstecken und deswegen hat er angekündigt, in 2 Jahren eben auch mit autonomen Teslas auf den Markt zu kommen. Man merkt also, hier gibt man richtig Gas. Apple ist ja auch dran, angeblich an solch einem autonomen Auto. Und wir werden bereits im Januar von einer sehr komischen Firma, Faraday heißt sie, aus den USA, irgendwas hören, denn auch die haben vor, autonome Autos zu entwickeln und man weiß überhaupt nicht, welche Firma das derzeit ist, wer dahinter steckt. Auf jeden Fall fließen große Summen in dieses Unternehmen und auf der Las Vegas Messe im Januar will man eben erste Details verraten. Natürlich werden wir dann das iPhone 7 und viele Neuigkeiten von Apple bekommen und auch die ganzen anderen Handyhersteller werden uns spannende neue Sachen liefern. Aber so richtig revolutionär ist hier nicht zu erwarten. Es wird sich alles verbessern und wir werden sicherlich auch die eine oder andere neue Technologie sehen. So richtig große Veränderungen finden an anderer Stelle statt. Wir können uns zum Beispiel mal anschauen, dass ein neuer Trend es ermöglicht, Häuser in Zukunft von Robotern bauen zu lassen. Die Chinesen sind da schon sehr weit. Wir sehen hier zum Beispiel einen 3D-Drucker, der im Grunde genommen mit Zement ein Haus gießt und malt, im Grunde genommen, zumindest die Streben und Hauswände, und daraus entsteht ein Haus. Über den Geschmack des Hauses kann man sich noch streiten, aber das Besondere ist, dieser Roboter hat 10 solche Häuser innerhalb eines Tages gebaut. Also, das schreitet auch rasant voran und wir werden irgendwann Häuser sehen, die auch schön aussehen und die können wir uns wahrscheinlich dann irgendwann am iPad selber zusammenmalen und dann gehen wir zu so einer 3D-Drucker-Baufirma und die druckt uns quasi auf das Grundstück das Haus. Das ist keine Zukunftsvision, sondern daran wird in der Tat ja rasant und schnell gearbeitet und geforscht.
Was uns auch nächstes Jahr erwarten wird, werden virtuelle Welten sein. Wir werden immer schnellere Datenverbindungen bekommen und das ist eben auch wichtig. Durch den Glasfaserausbau hat man eben die Möglichkeit, ja, bessere Bilder in besserer Qualität auszuliefern. Und mit solchen Bildern ist es möglich, ja, virtuelle Brillen zu betreiben. Sony und viele andere werden nächstes Jahr ihre Produkte vorstellen. Man hat sie bereits Entwicklern gegeben. Und das ist eine Brille, in der im Grunde genommen zwei hochauflösende Bildschirme auf dem Auge vorhanden sind. Also wie so ein HD-TV hat man zwei davon vor dem Auge. Und dadurch entsteht ein perfekter 3D-Eindruck. Und das Besondere ist, die Brille oder diesen Helm, den man aufhat, der weiß, wo man hinschaut und man kann sich in diesen virtuellen Räumen dann tatsächlich umschauen und erlebt das Ganze, als sei man wirklich mittendrin. Das ist keine Zukunftsvision. Diese Projekte sind fertig und kommen 2016 auf den Markt. Im ersten Quartal 2016 wird Sony für die PlayStation 4 das Projekt Morpheus oder Morpheus vorstellen. Das ist die erste Brille, die dann der Konsument kaufen kann und damit in die Spielewelten eintauchen kann. Aber auch Facebook hat ja eine solche Brille entwickelt. Auch da ist man fertig und wird nächstes Jahr eben diese Modelle auf den Markt bringen. Hier werden sich völlig neue Welten auftun. Wir werden ein völlig neues Erlebnis haben und ja, tatsächlich in virtuelle Welten abtauchen. Ob das gut ist oder nicht, das muss jeder für sich entscheiden. Spannend ist es allemal. Spannend ist auch das, was DARPA entwickelt. Das ist eine Roboterfirma, die von Google aufgekauft worden ist. Die sind an allen möglichen Stellen dran, um Roboter zu bauen. Wir sehen hier einen Roboter, der sich selbst in einem Gelände zurechtfindet und eben verschiedene Aufgaben erledigen kann. Beispielsweise kann er eben dabei helfen, Gasleitungen zuzudrehen, falls da mal ein Brand in einem Industriegebiet ist und solche Leitungen eben nicht mehr von Menschen zugedreht werden können, weil man die Stellen eben nicht mehr erreichen kann. Dann können solche Roboter in Zukunft das Ganze machen. Natürlich kann das Ganze auch militärisch eingesetzt werden und daran entwickeln die Amerikaner auch mit Hochdruck, dass eben nicht mehr Menschen in den Krieg ziehen, sondern tatsächlich Roboter oder Drohnen halt. Alles ein bisschen düster und gruselig, aber eben auch leider nicht mehr aufzuhalten. Auch hier, die Entwicklung ist rasant. Da wir immer mehr Daten verarbeiten können, kommen wir irgendwann wahrscheinlich an die Grenze, wo unsere jetzigen Computerchips das einfach nicht mehr verarbeiten können, was an Informationen da ist. Und deswegen entwickelt man völlig neue Computer, sogenannte Quantencomputer. Ich will gar nicht so weit ausholen, wie diese Computer funktionieren, aber nur so viel. Die jetzigen Computer haben den Zustand 0 und 1 und diese Quantencomputer haben noch so einen Wert dazwischen, mehrere Werte sogar dazwischen, also ein vielleicht, könnte sein und so weiter. Und dadurch ergibt sich eine völlig neue Mathematik. Aber was damit möglich ist, sind rasend schnelle Computer. Computer, die in einer Dimension rechnen, die wir heute für nicht möglich halten, die sehr klein sein können. Und da ist Google tatsächlich der Durchbruch gelungen. Sie haben diesen ersten Quantencomputer in Betrieb. Und damit schreitet auch diese Technologie nun voran. Mal sehen, ich denke, dass wir auch hier wahrscheinlich in 5 Jahren die ersten Quantencomputer zu Hause stehen haben. Und was dann möglich ist, das kann sich heute noch gar keiner ausmalen. Und noch etwas wird sich 2016 rasant entwickeln, denn immer mehr, ja, Warenhäuser aus dem Internet möchten immer schneller die Ware zu uns Kunden liefern und Amazon meint es ernst mit der Auslieferung der Pakete per Drohnen. Man hat hier ein eigenes System entwickelt, mittlerweile auch eine völlig neue Generation von Drohnen, halbe Flugzeuge sind das. Die Drohne steigt am Ort einfach senkrecht auf, fliegt dann wie ein Flugzeug, rasend schnell und sehr weit und kann dann landen. Und wir sehen hier in einem ersten Fernsehspot, wie das Ganze auch ablaufen könnte. Wir sehen auch hier, wie Amazon sich das Ganze vorstellt. Wir bekommen dann solche Amazon-Landekarten, die wir irgendwo im Garten hinlegen und die Drohne findet die dann und kann an der Stelle dann landen und das Paket abliefern. Und das ist wirklich kein Scherz. Amazon plant diesen Dienst als Amazon Prime Air Service. Das heißt, auch hier bezahlt man jährlich eine Grundgebühr und bekommt dann diese schnelle Möglichkeit der Anlieferung geboten. Das ist zum Beispiel sinnvoll, wenn man sehr dringend Ersatzteile braucht, Medikamente braucht etc. Also auch hier wird es eine rasante Entwicklung in diese Richtung geben. Ja, das war ein kurzer Ausblick in die Zukunft. Wir werden sehen, was davon wahr wird, aber es wird auf jeden Fall ein spannendes nächstes Jahr und wir werden im Arcada Club uns das alles anschauen und hier werdet ihr es sicherlich mit an erster Stelle erfahren. Also abonniert am besten den Kanal, dann verpasst ihr hier keins der Videos oder geht regelmäßig auf unsere Webseite arcada-club.de. Ich wünsche euch einen guten Rutsch in das neue, spannende Jahr 2016.